Mach mal Uncut-Runde, 149 Leute versus Stylus, ja. Irgendwann spiele ich so eine Uncut-Runde mal mit. Und machst du als Regel mit Augenzwinkern, niemand darf mich streamsnipen. Und jeder wird es trotzdem machen. So, eine Waffe bitte. Eine Waffe bitte. Ah ja. Und jetzt zeige ich euch den Hospi-Play. Okay, ich zeige euch gar keinen Hospi-Play, weil der... Wahrscheinlich versuchst du mich jetzt auf dem Boden hier zu töten, oder? Wahrscheinlich hast du das gerade versucht. Oh. Heli, Heli. Heli? Komm. Ich gehe für den Play. Could be done. Ist auch nicht der beste Heli-Pilot, sag ich, wie es ist. Ich wollte mir den Heli noch schnappen. Scheiße. Aber ich bin ehrlich, das hat er verdient dafür, dass er wie so ein Betrunkener da die ganze Zeit durch die Gegend geflogen ist. Moon Summit. Moon Twin. So, eine Platte noch, wäre übel geil. Also das hat er wirklich verdient, oder? Also der ist ja wirklich durch die... Er wollte wirklich gesniped werden. Ja, auch. Noch einer? Wenn ich gerade schon dabei bin, will noch jemand gesniped werden, maybe? Das war bestimmt James Bond, ja. Das war safe James Bond. Wirklich Legende, der Typ. Wie der Heli geflogen ist, wirklich, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber es kann halt wirklich sein, dass er Maustastatur gespielt hat. Ohne Witz, mit Maustastatur ist es gar nicht so einfach, Heli zu fliegen. Also da kann ich so ein bisschen verstehen dann. Ui, der will auch gesniped werden, oder? Willst du auch gesniped? Willst du auch gesniped werden? Willst du auch gesniped werden? Das ist voll korrekt, dass die Leute sich hier snipen lassen, Mann. Oh. Swiss, ich sag's euch, wie es ist. Die Swiss ist auch einfach zu stark. Also ich bin ja generell mittlerweile der Meinung, dass Snipen in Warzone zu einfach zu stark ist, aber links liegt Geld. Das ist das, was ich jetzt gerade mitgenommen habe. Meinst du das? Und will der auch? Oh ne, das ist ein... Das ist ein Truck, der will nicht gesniped werden. Also wenn ein Truck einsteigt, der sagt aus, hallo, ich möchte nicht gesniped werden. Und wenn du die dann trotzdem snipen willst, dann geht's trotzdem nicht, weil... Also geht halt nicht, ne? Aber aussteigen wäre korrekt. Scheiß auf, Digga. So, ein bisschen Geld noch finden und dann kann ich Lodi holen. Und, ah, guck mal, was da geholt wurde. Guck mal, was da geholt wurde. Korrekt. Danke dir. Sehr, sehr korrekt. Aber du hast kein Geld gehabt. Das ist unkorrekt. Das ist sogar sehr unkorrekt. Dann hat er aber auch kein Buyback mehr. Dann muss es der Lodi verschwinden. Würdest du irgendwas an der Code von MP5, also wurde an der was gemacht? Die fühlt sich irgendwie nicht mehr so strong an, oder? Nee, an der wurde nichts gemacht. Okay, er hatte noch Buyback. Wieso hat er dann kein Geld gedroppt? Macht doch gar keinen Sinn. Weil der Lodi steht noch, das heißt, er ist nicht voll tot. Wieso räusperst du dich immer? Ist das ein Tick? Ab und zu mache ich das halt, ne? Weil vor allem morgens habe ich so ein bisschen so ein Kloß im Hals noch, weißt du? Aber ein Tick würde ich nicht sagen, ne? Hm. Er muss auf jeden Fall noch leben. Er muss auf jeden Fall noch leben. Und holy shit, Blade Wing auf jeden Fall geht hier komplett rein. Ich lese gleich vor. Wir haben das Ziel verloren. Erstens snipe ich den. Ist ja ein bisschen too much gewesen, sag ich, wie es ist. Aber das kann er mir doch nicht jetzt erzählen, dass das jetzt sein Play ist. Er holt sich einen Lodi
hat einen Buyback, weil sonst wäre der Loadout weg. Und kommt jetzt nicht mehr zu seinem Loadout zurück. Als ob. Als ob das jetzt sein Play ist. Und die Frage ist, will ich mir jetzt hier einen Lodi holen? Nee, eigentlich nicht. Weil dann habe ich kein Buyback mehr. Und Buyback ohne Buyback ist nicht so geil. Ich habe keine Ahnung von der Bullet Velocity von dem Teil. Überhaupt nicht. Er sammelt erst Geld und kommt dann. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich will doch einfach nur ein Loadout haben. Nee, ich schwöre, ich verstehe die Bullet Velocity von der Swiss nicht. Vor allem die vom Boden. Ich weiß auch nicht, was da für Aufsätze drauf sind. Hä? Blightwing? Blightwing dreht durch. Wusste nicht. Holy shit. Black Racer mit einem Gifted Sub an Black Skrill. Danke, die Kuss geht raus auf jeden Fall dafür. Und Blightwing mit 2x5 Gifted Subs, also 10 Gifted Subs, Mann. Blightwing, ich küsse dein Herz. Danke für den dicken Support. Ich hoffe, da kommen ganz, ganz dicke Styles Els in den Chat. Hier ist gerade ein Fenster kaputt gegangen. Oh, guck mal. Und natürlich, ja, dass die Leute sich bedanken. Ganz, ganz wichtig, ne? Wenn ihr es abgegiftet bekommen habt, bitte bedankt euch. Sehr, sehr wichtig. Ah, true, true, true. Das kann sein, dass der ultra weit weggespawnt ist. Das verstehe ich aber auch nicht immer. Manchmal spawnt man so voll close an seinem Stuff in dem Modus. Manchmal so ultra weit weg. Okay, hier oben ist auch niemand. I don't get it. Sehe ich den Lodi von hier? Nee. Aber das kann wirklich sehr, sehr gut sein, dass er wirklich ultra weit weggespawnt ist und es dann nicht geschafft hat hierher zu seinem Loadout. Dann wirklich kompletter Dreckstag. Holt sich Lodi, stellt sich an Lodi, wird gesniped, spawnt andere Seite der Map, hat sein Lodi nicht bekommen. Naja, noch schlimmer wäre es eigentlich gewesen, wenn er den noch bekommen hätte, weil dann wäre der ja instant weg gewesen, so, ne? Also dann hätte er da auch nicht mehr hingehen können. Seine Perks wären direkt weg gewesen. So, und das könnte jetzt maybe Suicide sein hier. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Oh, guck mal, da fliegt doch einer oben, oder? Ja, der ist da gelandet. So, meine Swiss ist auf jeden Fall besser als die vom Boden. Aber die vom Boden schon sehr strong trotzdem. Das war gechoked gerade. Das waren zwei noch. Der oben hat auch mit dem gefightet gerade noch. Das war weird irgendwie, weil ich dachte, da kommt jetzt halt nur noch der, der landet, aber da kam ja noch einer dann. Die fighten auch immer noch da. Ich wäre so tot gewesen. Ich dachte eigentlich auch schon, dass ich tot bin. Ich habe auch nicht ganz verstanden, wieso er denn nicht einfach gepusht ist. So. Ihr schreit, wenn ihr was seht, okay, Chat? Na, ich schiele gerade in 30 verschiedene Richtungen. Ich bin mir sicher, dass ich ihn nicht direkt sehen würde. Ist ausgestiegen aus dem Truck, ne? Oh, man fightet mit dem hier oben. Und da hinten ist auch noch einer. Nein, das ist ja unkorrekt. Ey, jetzt kriegt er da gerade alle Kills. So haben wir das nicht ausgemacht. Fährt out of zone? What is he doing? Ich schwöre, man kann nicht durch LKWs durchschießen. Das geht nicht. Das musste ich jetzt nicht verstehen, oder?
Der eine läuft da einfach zum Loadout, dem ist alles egal. Der neben mir schießt direkt auf den am Loadout, was auch nicht intelligent war, weil so wusste ich halt direkt, wo er ist. Nee, das haben die gerade echt nicht intelligent gemacht. Und dann der andere fährt da mit dem Truck weg. Der kriegt einen Headshot, oh nein. Der kriegt einen Headshot, nee, okay, ein Cheap Break. Dann, nein, oh nein. Swiss Shot ist heute noch nicht so am Start, der kommt noch. Der wärmt sich gerade noch auf. Der ist noch nicht wach. Mir geht's gut, Snakes, ich hoffe dir auch. Und wie gesagt, Bladewing, Mann, danke dir für den dicken Support auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr, sehr wild. Einfach zwei 5er Subbomben direkt hintereinander. Ich raste aus. Noch 50. Die Hälfte ist geschafft. Ich raste aus. Mein Timelag ist aber auch echt kacke gerade, ne? 4 Kills Hostile mit der Swiss. Ja, okay. Der am Anfang war nice so, ne? Aber so, die Ultra-Konfidenz ist noch nicht da, sagen wir es so. Die Ultra-Konfidenz, die muss aber da sein. Damit ich so abgehen kann, wie ich will mit einer Sniper. Sonst ist das nicht das Wahre. So, was wetten wir, dass der schon wo ganz anders hingemoved ist? Confidence, ja. Confidence ist wichtig. Ah, guck mal. Boah, der war ultra knapp, der Shot, oder? Der auch. Ist das der im Truck gewesen davor? Komm, peek doch nochmal. Peek. Er will nicht mehr peeken. Ah, der wird gefightet. Ist der irgendwie runtergekommen? Kann nicht sein eigentlich, oder? Oha! Digga, was, warte mal, sein Level. Was ist er für ein Level? Was war er für ein Level gerade? Ich habe nur irgendwas Gelbes gesehen. Warum Solos, weil Buyback? Wann ist das nächste Turnier, bei dem du mitspielst? Oh, weiß ich nicht. Weiß nicht. 22? Hm. 22 kein Prestige, ja. Der war doch niemals auf dem Kopf. Es sah auch ganz, ganz kurz so aus, als hätte er Shift gedrückt. Aber ich will ihm jetzt nichts unterstellen. Ich will ihm da an der Stelle nichts unterstellen. Mhm. Ach, Digga, wieder der Level 22er, also. Okay. Ach, ja, ach so. Ach so. Ach so. Digga, der Level 22er ist ein Sniper, der die Schüsse trifft, obwohl er nicht drauf. Ach so. So ein guter Sniper ist das. Ah. Okay. Ja, wenn es so ist, Digga. Aber mit Level 22 Non-Prestige war ich auch immer schon so gut, tatsächlich. Von daher, das ist jetzt. Ja. Der ist einfach nur krass, der ist einfach nur stark. Ich würde gerne von ihm lernen, tatsächlich. Deshalb würde ich dem gerne ein bisschen zuschauen, sogar. War hier ist er doch, oder? Ach, gute Shots hat er auch nicht mit der Sniper, sogar nur. Gute Shots. Gute Shots! Klasse Shots hat der! Der hat super gute Shots. Den müssen wir mal ein bisschen zugucken hier, glaube ich. Ich glaube, den müssen wir ein bisschen zugucken. Weil so Shots wie der hätte ich auch gerne. Ich glaube, so Shots wie der hätte ich auch gerne. Digga, wie viele Buybacks habe ich denn? Hallo? Ich hätte Geld droppen sollen, ich Idiot. Wieso habe ich so viele Buybacks? Ich mache so meine KD damit jetzt runter, aber. Ja. Der hat einen sehr guten Gaming-Stuhl, ja. Ja, ich habe vergessen Geld. Ich dachte nicht, dass ich ohne Geld zusammen 2 Buybacks habe. Aber den will ich doch mal ganz kurz zugucken. Ich wollte gerade schreiben, dass er nur Glück hatte. Ja, der hat ja, also. Nee, das ist doch kein Glück mehr, Chat. Also, man kann nicht so viel Glück haben. Das ist tatsächlich Skill bei ihm. Das ist nur Skill und nichts anderes.
Der ist halt einfach besser als ich und das muss ich einsehen. Und ich habe gar nicht vor, ihn Cheater zu nennen. Oh, ich habe gechoked, glaube ich. Nee. Doch, ich habe... Nee, ich habe nicht gechoked. Die Frage ist, hat er auch Walls? Weiß er, dass ich da bin? Oh mein Gott, er weiß komplett, dass ich da bin. Wo ist das Fenster? Direkt unter mir? Rennt er gerade weg von mir? Hallo? Cheater, rennst du weg? Ne, warte, der ist da oben in den Raum rein, oder? Ja, da ist der. Er spielt halt auch noch so vorsichtig, ne? Oder genau weiß, wo ich bin. Der weiß genau, wo ich bin. Der kann mich einfach nur pushen. Ich höre ihn, er ist genau hier hinter. Also ich will es jetzt nicht meinen, ne? Aber der ist ja so shit. Also der ist ja wirklich, also der ist ja komplett shit. Digga, du kannst hier reinschieben mit Magnetics und allem möglichen, aber es bringt dir nichts, wenn du einfach nur scheiße bist. Das bringt dir dann einfach nichts, Bro. Ich weiß, Cheats waren am Wochenende kostenlos, ne? Und du willst hier mal ausprobieren ein bisschen. Willst du mal ein bisschen Spaß haben, willst du mal, keine Ahnung, mehr als zwei, drei Kills die Runde machen. Aber Digga, das wird so nix, Mann. Das wird so nix. Och, war das gerade schön, Mann. War das gerade schön. Oh, das ist nicht so schön. Das Gas nähert sich dir. Feindliche Drohne über uns. Das war nicht so schön. Ach, bin ich jetzt glücklich. Ich kann jetzt von mir aus einen 360 No-Scope über die ganze Map kassieren und ich bin trotzdem glücklich. So den Cheater weggeballert. Und der hat ja geisteskrank reingecheatet, ne? Er hat ja so Magnetics an. Aber er war so, so nervös auch die ganze Zeit, dass er immer, wenn er nur durch seine Walls gesehen hat, okay, der kommt gerade näher, er hat direkt losgeschossen. Der Feind nähert sich. Man hat einfach gemerkt, der ist kein guter Spieler. Oh. Und ich kenne hier die Gänge anscheinend nicht. Ich bin auch kein guter Spieler. Wie nice, ey. Wie nice. Da bin ich glücklich. Da bin ich sehr stolz auf mich, muss ich sagen. Sehr stolz bin ich. Ich finde, geil gemacht. Danke. Kuss. So, irgendwo hier oben war auch noch einer, der mich die ganze Zeit abgefangen hat. 42 Sekunden gibt es noch Buyback. Da ich kein Buyback habe, kann ich mir auch einfach eine Drohne kaufen. Aha. Die Drohne, die mein Leben rettet. Gute Drohne. Bleibt ja auch kein Totenstille tatsächlich, Rafa. Achtung, Drohne treibt. Drück auf Basis zum Nachtanken. Hat gesniped, das ist unkorrekt jetzt. Ach, das ist auch sehr unkorrekt. Von Safe Mess. Schade, schade. Wir gucken auf jeden Fall der Lobby noch zu bis zum Ende. Ich will hier sehen, ob der gewinnt, tatsächlich, der Cheater. Ich will das sehen, ob der gewinnt. Na, Level 313. Okay, von dem darf man sterben beim Moven, das ist okay. Er wird noch einen Hack kaufen, ja. Ich glaube, ich habe ihn jetzt auch, also, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so sehr gebrochen habe, dass er jetzt das Game deinstalliert und jetzt halt auch einfach das... Ich weiß nicht, ob man es dann einsieht. Wenn man einfach geballert wird von einer Bodenpistole, während man reincheatet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich gucke der Lobby auf jeden Fall zu Ende zu. Weil das ist wirklich so oder so ein geiler Uncut-Upload. Grüße gehen raus an der Stelle an alle Zuschauer vom Uncut-Channel. Lasst gerne ein Like auf dem Video da, ja. Allein für die Tatsache, dass ich da den Hacker kurz mies geballert habe.
Und lasst ein Abo da, wenn ihr noch neu seid. Würde ich mich sehr drüber freuen. Was spielt der da für ein Visier? Wieso nicht einfach der Punkt? Ohne Plates. Stimmt, ohne Plates. Stimmt, ich hatte nicht mal Plates. Digga, ich hatte nicht mal Plates. Ich hatte nicht mal Plates. Okay, das wird immer schöner gerade. Ihr schmiert mir aber auch gerade echt gut, gut Honig um die Lippen, muss ich sagen. Ne, nee, Honig ums Maul, sagt man. Die Baba Yaga. Level 332, aber irgendwie war der gerade ein bisschen lost, als er da auf dem Loot stand. Filz, danke für den frischen Prime und Nick, danke für den Gifted-Sub. Und CL Warrior, danke für den frischen Prime und Kai Kritik, auch danke für deinen frischen Prime. Kuss geht raus. Ausrufezeichen Prime könnt ihr gerne abchecken. Du bist halt einfach eine Maschine. Das Ding ist, ich bin halt nicht mal der krasseste Spieler, so, ne? Safe nicht. Das ist einfach nur, das zeigt, dass der Cheater einfach nur Ultra-Shit war. Vor allem, mein Plan war ja eigentlich dahin zu gehen, um mich halt wieder töten zu lassen, um ihnen zuzuschauen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, der ist so nervös, der ist so spielerisch nicht intelligent genug. Ich bin ihm eigentlich, was das angeht, überlegen. Er hat seine Cheats halt, ne, dass ich ihn halt dann einfach gepusht habe. Und outplayed habe. Und Junkerli, danke für den frischen Prime. Kuss geht raus. Ist bekannt, dass man Level 1000 wird und Unlock All hat, wenn man den Cheater tötet? Ja, aber das wurde angeblich gefixt. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass die Leute, die dann diesen Level 1000 Account haben, obwohl sie nichts dafür können, Probleme bekommen. Schweizer besser als K? Laut Stats auf jeden Fall, ja. Laut Stats auf jeden Fall. Macht über viel Schaden auf den Oberkörper. Ich glaube, mit zwei Plates bist du sogar auf den Oberkörper One-Hit. Not sure gerade, aber ja. Wir gucken der Runde auf jeden Fall zu Ende zu. Ich weiß nicht, denkt ihr, der Cheater ist jetzt gequittet? Also ich meine, der hatte ja safe mehr, also genug Geld für einen Buyback. Der Hacker müsste aber raus sein, glaube ich. Der hatte nicht mehr genug Geld. Echt? Okay, kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ich meine, er hat da oben zwar viele Kills gemacht, aber du kriegst ja kein Geld davon, wenn du Kills machst, nur, ne? Eben nicht mal, dass man da gebannt wird. Ja, gute Frage, keine Ahnung. Gibt es ein Ausrufezeichen PC-Command? Ja, gibt's. Gibt's. So. Auf geht's, Baba Yaga. Will hier noch ein paar wilde Kills sehen. Zumindest noch ein entspanntes und nicht entspanntes, sondern ein spannendes Endgame, so rum. Damit der Upload hier wenigstens noch ein bisschen würdig ist fürs Ende. Kann einer mal ganz kurz den COD-Tracker von dem Typen hier reinschicken? Den COD-Tracker-Link von dem Cheater. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie er hieß. Aber bei der Killcam hat man ja, glaube ich, die Activision-ID auch gesehen. Deshalb kann mal jemand den ganz kurz COD-tracken und den Link reinschicken. Ah ja, das ging aber schnell. Doch, geil. Level 22, 2 Wins, 1er KD. Digga, der ist ja kacke. Also ich meine, man hat ja gerade so heftig gesehen, dass der gecheatet hat. Ist sein Mate auch Ultra-Shit? Also wir sind uns sicher, ne? Der hatte 1000% an, der Typ. Seine Stats sind... Okay, er hat 2 Wins bei... Ja, er hat 2 Wins mit 25 Kills total. Das... Digga, ich hab keine Ahnung. Maybe war das die erste Runde mit Cheats. Imagine, ich habe einfach gerade einen Cheater getötet in seiner allerersten Runde, in der er gecheatet hat. Das wäre so wild. Warte, heute haben wir den... Digga, das ist wirklich seine erste Runde heute gewesen. Weil 29. Juni war seine letzte Runde. So. 1 gegen 3 hier, Baba Yaga. Er wird so angespannt sein, glaube ich, gerade. Also er spielt zumindest so, als würde es hier gerade wirklich um $100.000 gehen. Er schreibt so eine Beschwerdemail. Er schreibt wirklich eine Beschwerdemail an den Cheat-Anbieter. Dieser Cheat war nicht gut. Also wirklich 1000%. Ich verwette all mein Geld, alles, was ich jemals besitzt habe und jemals besitzen werde, verwette ich darauf, dass der gerade anhatte. 100%. Aber seine Stats sagen halt wirklich das genaue Gegenteil. Seine Stats sagen, er ist ein schlechter Spieler, was er auch ist. Wobei 22% Winquote halt auch nicht schlecht ist mit Level 22, ne? Ja, Gaspass for Play. Smart, smart, smart. 1 gegen 1. Das war der Hacker! Das war der Hacker! Deshalb wusste der auch, dass er oben war. Drafkasoli ist in der Lobby drin noch. Und Baba Yaga hat ihn auch getötet jetzt gerade.
seine Sets sagen, er hat aus, ja. Er hat... Nein. Das war wirklich der Cheater, der da am Ende noch... Er wurde nochmal geballert, ja. Also diesmal zumindest von zwei Leuten, ne? Und der hatte zumindest auch Full Plates und auch eine gescheite Waffe, aber... Digga, der war ja komplett shit. You just killed a cheater. Actually, the second place was cheating. GG's, man. Okay, die Leute haben hier keine Kopfhörer, keine Mikros hier drin. Scheiß drauf. Egal, ich hoffe, er hat's gehört. Ich hoffe, er hat's gehört. Ich hoffe, er freut sich jetzt auf jeden Fall darüber. Und so in... Wann wird...